Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Ich begrüße die lieben Steinböcker. Steinbock-Aszendenten, und solltest du Planeten im Steinbock haben, wie Mond, Venus etc., schaust dir an, sind bestimmt ein paar Impulse für dich dabei. Des Weiteren ist das ein allgemeines Reading, kein persönliches. Schau, ob du in Resonanz gehst. Wenn du ein persönliches möchtest, kannst du gern unterhalb von dem Video in die Infobox. Dort ist meine Website und du kannst mich sehr gern kontaktieren. Liebe Männer, ganz, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Daher dreht es euch einfach um. Und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. April, April, der weiß nicht, was er will. Willkommen im April, meine lieben Steinböcke. Ja, er wird schon wissen, was er will, aber zeitweise nicht. Denn wir beginnen mit einem Merkur, der rückläufig ist. Unser Kommunikationsreiseplanet, der Götterbote Merkur sozusagen. Da können Missverständnisse verstehen, du kannst was entstehen, du kannst was vergessen, ja, du kannst was verlegen, sowas ist das zum Beispiel. Es verzögert sich alles, du wartest vielleicht auf irgendwelche Bescheide, Behörden und so weiter. Alles mit Verzögerung verbunden, muss alles locker nehmen, ist so. Wenn man verreisen will, ist das ganz einfach so, es könnten zu Verspätungen kommen etc. Das gehört alles zum rückläufigen Merkur. Der ist auch noch im Widder und das bedeutet ganz einfach, Widderenergie ist ja diese Energie, erster und meine Zeit beginnt und ich will jetzt und mutig und kämpferisch und ich schieße einfach mal durch, ich mache einfach. Und da muss man mit den Worten aufpassen. Wenn mal was nicht klappt, da ist man ja manchmal hochgradig gereizt und dann schießt man vielleicht mal was raus, was man gar nicht sagen will. Ne? Also mit den Worten immer ein bisschen vorsichtiger umgehen. Gleichzeitig ist aber die Energie gut, weil Witter, das ist ein rückläufiger Merkur, merkt ihr das? Das ist schon so. Weil Witterenergie auch Mutenergie ist. Es kann sein, bei dir kreiselt schon lange was. Du wolltest schon lange irgendwas machen. Und da hat ja immer der Mut dazu gefehlt. Jetzt kannst du das mal wieder vorholen. Jetzt kannst du mal daran arbeiten. Jetzt kannst du mal gerade in die Richtung gehen, wo du ein bisschen mehr Mut brauchst. Ja, das ist eigentlich eine wundervolle Energie. Du kannst Liegengebliebenes aufarbeiten. Du kannst deinen Kleiderschrank ausräumen. Ja, alles so eine Sachen. Das ist dieser Monat perfekt. Du kannst aber auch Neuanfänge machen. Du kannst auch Verträge unterschreiben. Aber ich sage immer so, dann lest das dreimal. Es geht nicht so zielstrebig durch, ja, es könnte mit Verzögerungen kommen. Die Venus ist im Widder, das ist noch spannender, das ist so Kamsa siegte, was ist jetzt, ne? Geht's jetzt mal los oder was, ne? Im Widder, der hat nicht so die Geduld, der will, ja, das ist so die Energie, das ist eine leidenschaftliche Energie, das ist eine feurige Energie, eine begehrenswerte Energie, wird sehr spannend. Was haben wir noch? Schöne Konstellation, Jupiter und Uranus treffen zusammen, das ist eine der schönsten Konstellationen überhaupt, das ist so unerwartetes Glück. Ja, unerwartetes Glück. Also du kannst das gar nicht glauben, ja. So unerwartete Wendungen, ja, wo deine Pläne über den Haufen geworfen werden. Es kommen neue Pläne, aber die sind gut, die sind viel besser, ja. Sowas ist das. Jupiter ist immer der Glücksplanet. Uranus ist die Überraschung, ja. Das ist so plötzlich, ja. Da kannst du gar nicht vorher sehen. Also das ist eine schöne Sache. Du sagst nicht so, bei der Konstellation kannst du schon mal einen Lottoschein ausfüllen, aber das Geld ist auch diesen Monat zum Punkt, nicht unnötig Geld ausgeben, diesen Monat mal ein bisschen zusammenhalten. Ja? Also ein paar Euro für einen Lottoschein, das wird drin sein, aber investier jetzt nicht hunderte von Euro. Das ist es nicht. Ja? Also es ist so das Glück, ja. Nimm's an, das muss so nebenbei sein. So. Zack, ich mach das mal, mal gucken und so. Kommt viel mehr raus dabei. Dann haben wir auch eine Konstellation, wo ich sage, ja, wir haben so eine Spannung und das ist so Machtkämpfe, so kriegerische Sachen, so, ne? So, boah, Kraft meiner Wassersuppe jetzt, ich zeig's jetzt einfach mal, auch im Außen könnte das so kommen. Und ich habe es bei allen anderen gesagt, sage ich hier auch nochmal, diese Ostern, diese Friedensdemos, die sind so wichtig, diese Ostermärsche. Und vielleicht uns betrifft es noch nicht so, wir mischen ja mittendrin, das dürfen wir ja mal nicht vergessen. Ne? Wir denken immer so, ja, das ist ja nicht bei uns und so weiter, dann sagt man mal gar nichts. Nee, also hier muss man auch wirklich mal seine Meinung bekennen. Wir sind nicht für einen Krieg, wir sind für einen Frieden. Und das, was da abgeht, das geht gar nicht. Ja? Und wir können sowas nicht unterstützen.
Und das darf man ruhig äußern. Also man sollte auch den Mut haben, sowas mal zu sagen. Und umso mehr das sind, umso mehr wir friedliche Sachen ausstrahlen, ja, umso mehr kommt das auch an. Das darf man nicht vergessen. Und wenn ihr im engen Umfeld Menschen habt, die auf Aggro sind, so nenne ich das, ne, weil sie nicht wissen, mit ihren Emotionen wohin, ne, weil sie nicht wissen, was sie jetzt machen sollen, weil sie irgendwie, ja, so, ich muss mal durchschießen, ja, dann lächelt, geht aus der Situation raus oder, wie habe ich gesagt, dann sagt doch mal, wenn ihr Mut habt, geht doch mal Holz hacken oder so, süfte vielleicht mehr. Es ist nur so, ja, also, das ist so dieser Monat und ich will jetzt aber erstmal, ich fange an jetzt, ich quatsche jetzt nicht mehr so viel, ich fange jetzt an, auf was dürft ihr euch freuen? Wow, ihr meine Steinböcke, was ist bei euch los, ja, wow, wünscht ihr was? Das ist ein magischer Augenblick, wünscht ihr was und genieße, wie es sich verwirklicht. Fühl dich da rein, wünsch dir was, freu dich drauf und dann sieh einfach schon, wenn es dann da ist, was für eine Erleichterung du spürst, wie herrlich das ist, geh in das Gefühl rein. Wenn du ins Gefühl reingehst, kann sich das erfüllen. Wenn du im Kopf bleibst, erfüllt sich's nicht. Aber hier kommt bei euch auch die Karte Zeit weiterzugehen. Ja, vielleicht räumst du wirklich einen Kleiderschrank aus. Es ist Zeit, das alte Abgetragene deshalb loszulassen, damit Raum für Neues entsteht. Auch alte Gedanken, wünscht dir einfach nur das Beste vom Besten, ja. Alte Gedanken, alte Kreisläufe, ja. Lass das hinter dir, es ist eine neue Zeit. Und neue Zeiten bedeuten neue Strategien, neue Gedanken. Und die kommen jetzt immer mehr. Was ist das Thema mit für euch? Was ist das Thema mit? Ja, du kannst noch nicht. Ha, ha, ha. Dein tiefstes Begehren, ja, bindet dich. Lass es los und kläre dadurch deinen Geist. Irgendwas hältst du fest. Du wünschst dir was, du möchtest was, du möchtest weitergehen, aber irgendwas hält dich. Irgend zum Begehren, an irgendwas hältst du fest. Du kannst nicht diesen neuen Weg gehen, weil du an was, ja, wir werden sehen, was es ist. Du hältst an was fest. Und das bindet dich einfach. Und dadurch, ich sag mal so, das ist was Altes. Und du kannst das nicht umwandeln. Du sollst deine Gedanken klären. Ja, du sollst loslassen können. Ja, alles, was gewesen ist, ist Vergangenheit. Es ist so, ja. Und alles, was jetzt ist, jetzt, wenn wir miteinander kommunizieren, das ist das Jetzt, ne? Und wenn du das Video anguckst, dann ist das auch schon wieder Vergangenheit. Dann kannst du das reflektieren, ja. Aber es geht immer darum, dass du im Jetzt bleibst und dass du nach vorn guckst und dass du neue Sachen in dein Leben lassen tust. Und dass du das, was in dir eigentlich, was du dir wirklich wünschst, ja, wie soll das kommen, wenn du noch an Alten festhältst? Das geht nicht. Die Unterkarte ist Beschütze, was du liebst. Das ist deine Verantwortung und deine Pflicht. Naja, liebst du das, was du begehrst? Dass du es deswegen beschützt? Das ist die Frage. Das weißt nur du, ja, das weißt nur du. Oder denkst du, dass du es beschützen musst, weil sich das so gehört? Das sind nämlich zwei unterschiedliche Punkte. So, Themenkarten für dich. Naja, Ass des Sommers. Darauf geht's hinaus, meine Sonnenscheine, öffne dein Herz der Liebe. Ach, schau an. Der Beginn einer neuen oder die Wiederbelebung einer gegenwärtigen Beziehung. Ja, hier hast du beide Möglichkeiten, ja. Hier hast du beide Möglichkeiten. So, was haben wir denn alles? Das ist eine Nummer für euch, die ist nicht so einfach. Ihr seid traditionsbewusst, ihr seid treu, ihr seid pflichtbewusst. Ja, ihr geht euren Weg, ihr habt eure konservative Einstellung. Das gehört zu euch. Ihr seid sozusagen mein Fels in der Brandung immer, ne? Also auf euch kann man sich verlassen und ihr habt eure Glaubenssysteme. Jetzt kommt hier aber was. Lasst Glaubenssysteme los, die dir nicht länger dienen. Ein wichtiges lebensveränderndes Ereignis, eine Situation, die zu wichtigen Chancen und Möglichkeiten führt. Du hältst dir an was fest, weil du denkst, das muss so sein. Du kümmerst dich vielleicht um Sachen, weil du denkst, das muss so sein, das gehört sich so. Ja, das tut man einfach, das sind alte Glaubenssysteme. Du vergisst dich dabei. Und wenn du anfängst, dich zu vergessen, wirst du frustig, wirst du depressiv, wirst du... das ist einfach so, ne? Weil du immer kämpfst, deine Seele schreit nach was anderem, ja, und dann sagst du, es geht aber nicht, es geht nicht. Und dann bist du traurig, das ist so, ja. Hier kommt eine große Veränderung, meine Sonnenscheine.
Ass des Winters. Du hast aber eine ganz große Chance für einen Neuanfang. Lass dich von Herausforderungen auf deinem Weg nicht abschrecken. Es ist wichtig, klar und genau zu kommunizieren. Fantastisch neue Ideen, die umgesetzt werden wollen. Oh. Du kannst das, wenn du es willst. Aber irgendwie geht es noch nicht. Deswegen brauchst du jetzt noch nicht wünschen. Also wenn du das geklärt hast, kannst du was wünschen. So, was haben wir denn? Prinzessin des Herbstes. Ja, ja, ja. Erfreuliche Neuigkeiten in Bezug auf deine Karriere, Beförderungen, gut durchdachte Pläne, die perfekt funktionieren. Aber, und genau das ist es, kannst du in deinem Beruf auch eine Veränderung machen wollen. Ja? Oder in deinem allgemeinen Leben. Aber ein kleiner Anstoß ist nötig, um anzufangen. Ja? Und den Anstoß hast du noch nicht. Das ist alles. Das ist sehr spannend. Meine Steinböcke machen so eine große Erfahrung. Das ist immer so, ne? Was ist denn die, wir fragen mal meine Astrofarbs, was ist die Lebenserfahrung? Was ist der Buch? Nee, 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 nee. Schön alleine rausfallen. Was ist das hier? Um was geht es? Das ist, was, von was träumst du? Du träumst von ganz anderen Dingen, als du tust. Ja, das ist so Träume, ganz viel Träume. Das ist Neptun-Energie-Fische. Ja, deine Träume zeigen dir deinen Weg, ja. Aber du sagst so, das sind meine Träume. Und in der Realität muss ich aber das tun, weil sich das so gehört. Und jetzt geh mal da raus. Fische ist auch so ein Zeichen, ja, wenn du die Energie in dir trägst. Da träumt man viel, ja, aber Fische ist auch so ein Zeichen. Ja, das ist so, ja, Helfersyndrom. Hm? Helfersyndrom. Und vielleicht hast du auch so ein kleines Helfersyndrom in dir. Das heißt, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Ass des Winters, was ist das? Zwillinge, ja, sprich, sprich. Das ist so eine Energie, hol dir Informationen, tausch dich aus. Du willst hier vorwärts gehen, du willst was Neues. Du willst neue Ideen umsetzen, ist egal in welcher Form. Du willst eigentlich weitergehen. Du willst irgendwas Neues vielleicht dazulernen oder irgendeine Aufgabe übernehmen oder in deinem Beruf was. Hier bedeutet es einfach, ja, rede, rede. Zwillinge ist immer fröhlich, redegewandt. Dass man sich austauscht, dass man Informationen kriegt. Und das ist ganz wichtig für dich. Sprich drüber, sprich klar. Ja? Was ist die Prinzessin des Herbstes? Das ist ja auch viel eure Energie. Um was geht's denn hier? Information, Kommunikation, Lernen. Hier geht's, nutze die Kraft der Worte. Hier willst du was dazulernen. Du willst was dazulernen, das ist wichtig. Aber vielleicht ist es auch wichtig, vielleicht willst du was mit Freunden machen, ja? Oder willst gemeinsam was machen. Tausch dich hier aus, sprich drüber. Sprich mit Menschen, die dich bestärken und nicht Menschen, die dich runterziehen. Ja, das brauchst du nicht. Aber hier geht's viel, dass du kommunizierst, dass du sagst, was du möchtest, ja? Wenn du es nicht sagst, ja, was soll da passieren, ja? Dann träumst du nur davon. Aber hier sollst du eine große Veränderung machen. Und das ist bei euch schon eine ganze Zeit auf dem Weg. Aber hier sehen wir es jetzt sehr eindeutig. Irgendwas bindet dich. Es bindet dich was, was mit Glaubenssystemen zu tun hat, wo du sagst, das kann ich nicht machen. Weil das gehört sich nicht. Sowas ist das. Tja. Und was sich gehört, also bei euch ziehe ich mal noch eine andere Karte. Mal sehen, um was es hier geht. Ja, das mache ich für euch gerne. Jetzt interessiert mich jetzt mal. Meine lieben Steinböcke. Aha. Wir haben es schon und das hat nichts mit der Liebe nur zu tun. Dein Verstand sagt nein, aber dein Herz ruft laut ja. Die spindet dir was, wo du denkst, du musst das beschützen, du musst dafür da sein. Dein Herz ruft nach ganz was anderem, aber dein Verstand sagt nein, das kannst du nicht machen. Ja, alles klar. Anziehungskraft kann nur was ganz anderes sein noch mit, ne? Das wisst ihr. Wir fragen jetzt das Tarot, ja? Wir fragen jetzt das Tarot. Jung. Ah, ich sehe es schon. Hier. Hey, das sind aber jetzt auch so Zeiten, ne? Wir kriegen so neue Gedanken in uns. Die Zeit ändert sich da draußen. Man merkt, irgendwas ist anders. Aber man hat die letzten Jahre, hat man so seinen Rhythmus gehabt. Jetzt soll alles anders werden. Natürlich geht das nicht so von heute auf morgen, ne? Aber wir sind immer mehr auf dem Weg dazu. Die Sonne ist die Untergrotte. Du wirst strahlen. Du wirst strahlen wie ein Honigkuchenpferd. Du wirst optimistisch sein. Du wirst glücklich sein. Glaub mir das. Glaub mir das. Ei, ei, ei. Ich sehe schon, was hier kommt und Ach so, lange, das geht schon lange, ne? Geht schon lange. Das geht schon lange. Der Gehängte, naja, du kannst viel mit Fisch zu tun haben oder hast eine Fische-Energie bei dir, ne? Ist aber egal. Der Gehängte ist ganz einfach so,
passiert nichts. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Die stagniert und ja, was nun? Ja, weil du gehst mit alten Gedanken hier an was ran. Du träumst von was, aber es passiert nichts. Das ist der Gehängte. Ja, wenn der sich rumdrehen würde, könnte der alle Ketten von sich sprengen, ja, könnte vorwärts gehen und würde erkennen, dass er wundervoll ist, dass ihm das zusteht, an sich zu denken. Sowas ist das, ja. 7 der Münzen, na, da warten wir mal noch ein bisschen, ne? Wir warten, wir warten, wir warten. Wir haben Geduld, wir haben Geduld, wir haben Geduld. Wir haben schon lange Geduld, wir warten auf die Ernte. Aber 7 der Münzen ist auch die Ernte, es kann die Ernte kommen, wir werden sehen. Ritter der Schwerter, entweder kriegst du eine Nachricht, wirst beobachtet oder du beobachtest was, ne? Das werden wir dann abklären, das werden wir dann abklären. Hier kommt irgendwas schnell. 4 der Kelche, Ja, 4 der Kelche, da wird dir ein Kelch gereicht. Da wird dir was Wundervolles gereicht. Der ist sogar gefüllt. Aber du denkst so, ja, schön, der Kelch ist schön. Aber ist der für mich? Naja, also so die Frage, ist er für dich, ne? Das werden wir jetzt mal sehen, ja? Also das ist sowas, wo ich dann sage, nee, entschuldigt, jetzt muss ich mich sogar korrigieren. Das ist so Brille, ne? Da sieht man manchmal was anderes in 9 der Kelche. Ach nee. Hier wird kommt irgendwas, wo du, das ist ein ganz großer Kelch und viele Kelche ringsrum. Und das bedeutet immer so, hier wird dir ganz viel gereicht, dass du glücklich bist. Du sollst glücklich sein. Irgendwas kommt hier, irgendwas siehst du, irgendwas erkennst du. Es ist wirklich so. Das ist das Glück. Ich habe das verwechselt, ne? Aber das macht nichts. Weil hier unten, das ist so klein, ne? Aber das ist ja egal. Wir haben es ja gesehen. Ja, und jetzt kommt die 8 der Kelche. Du willst dahin gehen. Du willst diese Erfüllung haben. Du willst eine Erfüllung haben, ist egal in welchem Bereich. Du hast hier lange ausgeharrt. Lange hast du dich unter Wert verkauft, so nenne ich das, dich nicht gesehen. Ja, immer schön getan, 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 das könnt ihr. Arbeiten, 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 das ist wunderbar. Ja, und du wartest auf die Ernte. Vielleicht wartest du auch auf Geld, will ich nicht ausschließen. Dass du mal belohnt wirst, dass du mal eine Beförderung kriegst, dass mal irgendwas ist. Vielleicht kommt die hier, das ist nicht so, oder vielleicht musst du sprechen. Ja, aber hier ist das Glück und hier ist das der Weg dahin, der Weg dahin. Ja. Wow, wow. So, bei denen erkenne ich es besser. Der Gehängte ist auch immer ein Abschluss einer Situation, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Der Gehängte ist sowas wie, Zyklen werden beendet, ne? Das ist die 12. Wisst ihr, was das ist? Wenn du klar redest, wie hier oben, und das nicht als Herausforderung siehst, sondern den Blickwinkel änderst und klar kommunizierst, was du möchtest, dann hast du eine Neustartchance. Dann hast du absolut eine Neustartchance. Einfach mal zu sagen, was du möchtest. Liebevoll, nett. Denn das ist deine Wunscherfüllung. Du hast hier was im Kopf, was deine Wunscherfüllung ist. Du bist beschützt bei der ganzen Sache, ja? Hier soll das Glück, hier soll der Stern, es Wünsche werden wahr. Wunder kommen in dein Leben. Es kann alles in dein Leben kommen. Wünsch dir was, ja? Wenn du klar sprichst und wenn du deinen Blickwinkel änderst und es entweder kommt ein Mensch, der dir diese Kraft gibt, der diesen Mut gibt oder der Mut kommt von dir selber raus. Und das ist eine wunderschöne Energie. Und guckt mal, was unten drunter ist. Ich habe gesagt, plötzlich unerwartete Wendungen. Das ist das Schicksal. Das ist Jupiter. Das ist ein plötzlich glückliches Ereignis, was du nicht vorhersehen kannst. Das finde ich mega. Vielleicht kommt hier was. Wir werden mal sehen, was die 7 der Münzen sind, ja? Die 7 der Münzen. Also. Die 7 der Münzen ist sowas, ich weiß nicht, hier kommt was ganz Liebevolles, Ritter der Kelche. Hier kommt ein liebevolles Angebot auf euch zu. Ich glaube, du hast lange auf was gewartet und in dem Moment, wenn du dir das Richtige wünschst und wenn du den Blickwinkel änderst, dann bekommst du was. Dann hört die Zeit des Wartens, der Stagnation auf, weil dann bist du in deinem Wert. Du bist in deinem Wert, das ist... die 9 der Münzen ist eine Karte für mich. Ich bin in meinem eigenen Wert. Ich habe mir mein eigenes aufgebaut. Ich bin stolz auf mich, ja. Ich kann jetzt weitere Wege gehen. Und die 3 der Münzen ist immer so, ich habe neue Pläne, ich habe neue Ziele und ich gehe jetzt weiter. Ich gehe weiter. Und die 3 ist immer so, das ist eine Teamwork-Karte. Es kann sein, dass ein Mensch hier in dein Leben tritt, der gemeinsam mit dir irgendwas Neues aufbauen will. Das will ich nicht ausschließen, weißt du? Das ist sowas, ne? Es kann auch sein, dass was Finanzielles reinkommt, dass du sagst,
Und jetzt kommt das, jetzt ist das Warten zu Ende, jetzt ändere ich meine Ansichten und jetzt kann ich das endlich angehen, was ich will. Du bist in deiner eigenen Stabilität, ja? Das ist einfach so. Ja, und hier kommt was sehr Liebevolles. Sehr liebevoll. Da wird aber schon über mehr gesprochen. Ritter der Schwerter, eine Nachricht kann hier einen Ausschlag geben oder es kann, du beobachtest was. Hier, eine schau an, hier kommt was blitzartig. Blitzartig kommt hier was in dein Leben. Ich lache mich ja kaputt, das ist wirklich so. Das haben wir als Unterkarte. Ritter der Stäbe. Also hier kommt was in dein Leben blitzartig. Das kann was ganz Kleines sein, eine ganz kleine Nachricht. Noch nicht mal so besonders oder so. So nur ein Anstoß oder irgendwas. Als ob du auf einmal Blut leckst, dann nenne ich das so. Ne? Immer ist da was, was dich absolut reizt, was du absolut machen willst. Das ist auch so eine Lernkarte für mich. Du hast dir vielleicht lange was angeguckt. Und jetzt, wo das kommt, ja, wo dein Plan steht, ja, wo du genau weißt, was du willst, dann kann das losgehen, ja. Das ist so, hier ist eine Leidenschaft. Du willst das unbedingt erleben, weil das wird so was Neues sein. Neustartpotenzial, wo dein Herz überblubbert, ne? Dein Herz blubbert über. Das ist wie Heilung für dich. Das ist wie Heilung für dich. Das ist so wunderbar. Königin der Stäbe, ja, dann hol mal das Feuer hervor. Oder du hast jemanden, der das Feuer hervorholt. Neun der Kelche, ach nee. Glücklich sein. Ja, bis jetzt träumst du noch davon. Aber hier kommt was. Du, also hier, hohe Priesterin, in deinem Inneren weißt du das, dass das so wäre. In deinem Inneren weißt du das alles. Deine Intuition stimmt, aber die hohe Priesterin so wieder Fischekarte wie hier oben. Das ist so wieder Träume, ja. Ja, das ist schön und du stellst dir das vielleicht schon vor, ja. Und du kannst dir auch vorstellen, wieder ein Ass. Ihr habt drei Esser, also mehr geht nicht, ne. Wieder ein Ass, das ist das Ass der Münze, das ist finanzielle Stabilität. Da geht es darum, dass du, ich nenne es mal so, dass du dir was aufbauen kannst, was fantastisch ist, ne? Als ob du dir hier ein neues Leben aufbaust, ganz ehrlich. Und hier ist was, da sage ich dir so, entweder kommt hier was, was dein Weckruf ist, oder es kommt jemand, den du kennst, aus deiner Vergangenheit. Das sind nämlich immer so die Schatten der Vergangenheit, die hochkommen. Ja, als ob du was erkennst, oder es kommt Mensch. Schon wieder Feuerenergie. Ach, der Kelche. Ach, der Kelche. Was ist das? Also der Wunsch ist da. Ja, hier kommt was schnell. Hier kommt was wie der Blitz. Damit rechnest du nicht. Und das ist nicht immer eine schlechte Energie. Ich will aber erst mal gucken, was das hier ist. Ja, was das hier ist. Als ob du was erkennst. Als ob hier was plötzlich in dein Leben kommt. Ja, ich sehe das schon. Oh, 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 oh. Meine Sonnenscheine. Ja, hier ist ja der Turm. Hier ist ja der Turm. Also ich sag mal so, wenn ich die Kombination hier sehe, dann kann ich nur so viel sagen. Du bist in Kreisläufen gefangen. Das muss nicht immer arbeitsmäßig kann das sein, dass du ungesunde Kreisläufe hast, dass du wirklich viel tust, dass du darauf wartest, dass du eigentlich mal was zurückkriegst, ne? Und du hast vielleicht schon eine neue Idee, aber du bist noch nicht so weit gewesen. Du träumst davon. Aber hier kommt jemand, der dich mitziehen könnte. Ja, das ist so. Da kommt jemand. Das ist wie dein Weckruf. Du kannst auch irgendwas erfahren. So, nee, sehe ich das, weißt du? Weil das hier ist so eine Energie für mich, wo man immer in Kreisläufe geht, wo man nicht rauskommt, wo man irgendwie denkt, das kann ich nicht machen. Dein tiefstes Begehren bindet dich. Ja, dass du sagst, ich will ja gehen, ich will was anderes, aber das kann ich niemandem antun. Ich kann den Job nicht wechseln, ich kann die Freunde nicht verlassen, ich kann nicht meine Eltern verlassen, weil ich muss mich um die kümmern oder ich muss um das machen. Jeder ist für sich selber verantwortlich und man darf es nie übertreiben und man findet immer eine Lösung. Ja, du willst hier gehen, du bist nicht mehr erfüllt. So, und ich zeige euch die Karten, die dazukommen, ja, die dazu passen. Ja. Der Turmritter, der Schwerter, hier erfährst du irgendwas oder dir kommt ein Blitzgedanke. Der Turm ist immer so, der reißt alte, verkrustete Strukturen ein, deine Abhängigkeiten. Als ob du entweder was erkennst und du kriegst so einen Weckruf, als ob da jemand in dein Leben tritt,
wo du merkst, das mache ich hier eigentlich. Und du wartest die ganze Zeit, dass hier irgendwo ein Ausgleich kommt, dass du was zurückkriegst. Aber tut mir leid, ja. Also wenn ich die Karten sehe, es kann sein, dass du dass deine Stabilität in deinem Leben, das sind die vier Säulen, das ist die Arbeit, das ist die Gesundheit, das sind die Freunde und das sind die Beziehungen, dass irgendeine Säule nicht mehr stimmt, ja, dass hier eine Säule zusammenbricht, dass das alles nicht mehr funktionieren tut. Und das kann ganz plötzlich passieren. Das kann eine plötzliche Erkenntnis sein, ja. Du kannst einen alten Vertrag, kann plötzlich zu Ende gehen, wird umstrukturiert oder irgendwas und dann stehst du da. Und dann hast du die Chance auch zu sagen, dann mache ich's, ja. Irgendwas passiert hier, dass das plötzlich ist, was für dich die Riesenchance ist, weil schon wieder du willst gehen. Also hier oben liegt's und hier liegt's nochmal. Du willst erfüllt sein. Du willst erfüllt sein. So. Und hier kann ich dir noch sagen, 9 der Kelche, die Sonne, ja, 4 der Münzen, das ist aber hier die Aufbau und hier kommt er. Hier kommt das Liebevolle auf dich zu und hier habe ich nochmal diese liebevolle Energie. Hier kommt das Liebevolle absolut auf dich, das kommt plötzlich, damit rechnest du nicht. Hier kommt was ganz Liebevolles. Das kann was ganz Neues sein, das kann was sein, was man schon kennt, will ich nicht ausschließen, weil ich habe hier Judgment, das ist immer Vergangenheit. Aber das ist so, als ob du das Strahlen auf einmal wiederkommt, als ob du sagst, ja, das ist es und dann gehst du den Weg. Wenn gehst du den ganz plötzlich. Da passiert was plötzlich, wo irgendwas nicht mehr, wo ein Fundament nicht mehr stimmt, wo irgendwas einkracht, wo es nicht mehr passend ist. Und dann ist das so, das ist wie so, darauf habe ich gewartet und jetzt tue ich es. Das ist sowas. Du wirst strahlen. Du wirst strahlen. Das ist eine große Umstellung hier, aber ihr wollt hier andere Wege gehen, andere Wege. Die kannst du nur gehen, ja, vielleicht willst du anders leben und du bist nicht mehr erfüllt. Ich habe hier zweimal, dass du emotional nicht erfüllt bist, ja, dass dieses Glücklichsein, dass dir das fehlt, ja, und du willst wieder richtig glücklich sein. Und deswegen wird das so kommen, aber da kommt ein Ereignis von außen, weil von selber, du hältst an was fest, von selber geht das nicht. Weil dein Verstand sagt, das geht nicht, das darf man nicht. Und dein Herz sagt, doch, 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 doch. Kann ganz alles Mögliche sein in deinem Leben. Ja? Ein neuer Job, ein Hobby, einen Kreislauf ändern, irgendwo anders hinziehen, sich nicht mehr um das zu kümmern, nur noch Dinge für sich zu machen. Alles sowas. Als ob es jetzt um dich geht. Und das finde ich fantastisch. Finde ich super. Meine Engel, die Liebe. Jo, du träumst von was, ne? Ja, ja, hier ist was, dein Verstand sagt, das geht aber nicht. Und dein Herz sagt, doch, doch, ich möchte, ich wünsche mir was, aber ich kann noch nicht. Da sind noch andere Dinge, ich kann jetzt mich noch nicht aus der Verantwortung stehlen. Aber ich träume von was. Mhm, du träumst von was. Aber da ist vielleicht ein Mensch, der ein bisschen anders ist, andere Glaubenssysteme hat. Ne? Ja, du müsstest das vielleicht mal kommunizieren oder mit dir kommuniziert jemand darüber, ja? Ja, und du brauchst noch so einen Anstoß. Der Anstoß ist nicht da, der kommt hier. Hier stagniert irgendeine Situation in deinem Leben, weil du nicht erkennst, wie wundervoll du bist. Ja, du erkennst es einfach nicht. Du bist hier in Kreisläufen gefangen, wo du das gar nicht erkennen kannst. Ja, wo du vielleicht immer nur tust, tust, tust. Dann nimm doch auch mal an. Ja, eigentlich hast du ganz andere Träume und Wünsche. Das liegt schon hier, das liegt schon wieder hier, ja. Aber dazu muss man Mut und Kraft haben und dazu musste man mal eine klare Entscheidung treffen und klar kommunizieren. Ja? Vielleicht wartest du schon lange auf irgendwas. Und egal, ob du in einer Beziehung bist oder einen Freund hast oder irgendwas ist, du fühlst dich als Single. Du fühlst dich allein. Ja? Aber du bist auch bemüht, daran zu arbeiten. Ja? Du bist bemüht, sag ich mal. Sie war stets bemüht, ne? Sowas. Und mit einem Schlag kommt dir was in dein Leben, wo du nicht widerstehen kannst. Kann ich dir so sagen? Geht schnell. Das ist eine schnelle Energie. Das ist so, zack, was war das jetzt? Das ist so, da ist eine Leidenschaft, da ist was, eine neue Liebe. Für viele kann es eine neue sein oder jemand aus deiner Vergangenheit, den begegnest du wieder durch Zufall, ja? Weil das haben wir ja schon da liegen. Und dann, das ist so prickelnd. Das ist hier die Energie, kam, sah, siegte, ja? Was ist jetzt, ja? Und du denkst so, wow, wow. Mein Herz geht auf, ja. Du merkst mal, was Glück ist. Das passiert zwischendurch. Du merkst nämlich, was Glück ist.
Ja, du, deine Intuition denkst du so, ja, das ist toll, das ist toll. Und mit dem könnte ich mir auch was aufbauen. Und das könnte was Großes werden. Und ich habe nochmal so die Energie dafür und ich möchte. Und das kann dein Weckruf sein oder es ist jemand aus deiner Vergangenheit. Das weißt du. Diese Begegnung wirst du haben. Und das kann über ein Hobby sein. Nur mal so, das kann über ein Hobby sein oder über die Arbeit, ja, will ich nicht ausschließen. Oder man organisiert gerade was, so für Freunde oder sowas, sowas kann das sein. Ich habe hier zweimal die Karte, nachdem die Begegnung war, dass du gehen willst. Der eine oder andere von euch ist noch in was, naja, ich will mal so sagen, ist vielleicht noch in einer Verbindung oder hat da jemanden oder irgendwie sowas, ne? Das ist aber wie so ein Teufelskreis. Das ist wie so ein Teufelskreis, wo man immer daran, eigentlich möchte man das, ja, man ist das so gewohnt, aber irgendwie ist es so, es ist ungesund. Hier geht's nicht um dich, hier geht's darum, dass du funktionierst, ja. Und irgendwas wird passieren, ne, für einige aber nur, ne, dass du hier was erfährst ganz schnell und dann kracht hier irgendwas komplett zusammen. Und das ist so das Zünglein an der Waage, dass du hier das Neue eingehst. Du wirst absolut glücklich sein, du wirst strahlen. Es ist so wie so ein halber Antrag, was hier auf dich zukommt. Denn das, was du hier gibst, kriegst du nicht zurück. Das kann auch schon eine Weile her sein, dass du immer wieder drüber nachdenkst, dass du mal in Situationen gewesen bist, wo du in Kreisläufen warst, wo du viel, viel getan hast, aber das nie zurückgekriegt hast und es eigentlich nicht um dich ging. Nie um dich. Ja, immer um den anderen. Und jetzt hast du eine Begegnung und die Begegnung verändert total dein Leben. Ja. Ich bin gespannt, ob, das ist für euch eine ganz große Veränderung. Aber wenn, macht ihr es, weil ihr braucht diese Romantik. Ihr braucht diese Romantik und dann wirst du gehen. Dann wirst du neue Wege gehen. Und für diejenigen, die niemand haben, du bist Single, du kannst jemanden kennenlernen, du träumst von was, du möchtest auch was. Aber du hast noch irgendwas, was du sagst, das kann ich nicht zurücklassen. Oder das sind auch Glaubenssysteme, dass du an irgendwas sagst, so geht das nicht. Doch, das geht so. Das geht so. Und bei dir ist es so, da wird ein Auslöser kommen, dass nochmal so was Altes in deinen Kopf kommt. Und du vielleicht auch irgendwas erfährst nochmal oder so plötzlich irgendwas kommt, was, wo du sagst, wie du vorher denn eigentlich. Das mache ich nicht nochmal. Ich bin was Besonderes. Du erkennst hier was. Wow, wow, boah, das wird was werden, mein Sonnenschein. Aber es liegt so da, ja. Und der April, ich sag euch jetzt schon, der April, der weiß nicht, was er will. Der weiß schon, was er will in gewissem Sinne, aber da kommt so viel Plötzliches. Damit rechnet man nicht. Ihr könnt jetzt ganz, ganz explizit mit dem Fisch zu tun haben. Ganz explizit habe ich hier. Ich habe Steinbock-Energie, ich habe Fisch-Energie, ich habe ganz viel Fisch-, Krebs-, Skorpion-Energie, ganz viel Wasser-Energie. Dann habe ich Löwe. Ja, was haben wir denn noch? Löwe. Ja, da hört es schon auf. Nochmal, zweimal Löwe, Wassermann, Fisch. Zweimal Fisch. Ja, und ansonsten Zwilling, Waage, Wassermann, Fisch-, Krebs-, Skorpion empfehlen. Stier, Steinbock, Jungfrau. Und Schütze, Witter, Löwe. Ja, da haben wir ein bisschen was davon. Ja? Wir wollen aber sofort mal gucken, was sagen die Engel der Liebe zu euch. Das ist eine spezielle Legung, das muss ich ehrlich sagen. Aber lasst euch mal überraschen, was im April so kommt. Ja? Du machst Neuanfänge. Aus Freundschaft kann Liebe werden. Ja? Dies könnte der Richtige sein. Du bist dem Liebespartner, den du besuchst, bereits begegnet. Komm, aus Freund, vielleicht ist man befreundet. Und auf einmal springen die Funken über. Ja, ist so. Neue Liebe, ja, liegt schon hier. Wirst dich neu verlieben. Ja, du wirst dich neu verlieben. Sich gegenseitig kennenlernen. Hm? Das wird ja auch, ihr werdet Gespräche führen. Viel Kommunikation. Sag klar, was du möchtest. Und Kinder. Kann über Kinder gehen bei einigen. Muss es aber nicht. Kinder sind immer der Neuanfang. Hier ist ein Neuanfang. Wow. Also das ist eine Energie. Junge, Junge, Junge. Ja. Was sagen die kleinen Herzorakel zu euch? Naja, das ist gut. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu was, lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steht. Du brauchst nicht lauschen, es wird schreien. Es wird schreien, es wird schreien, Herzheilung. Es wird schreien, ich blubbere über, ich werde gesehen. Das ist so, das ist für mich bestimmt. Ich muss nichts tun. Hier ist jemand, der legt mir alles zu Füßen. Ja, sowas ist das. Ich denke gerade an dich, ich liebe dich, das ist Telepathie. Das ist Telepathie. Das ist Seelenverbindung. Das kann ich dir sagen. Wow.
So, meine Engel. Was habt ihr denn für ein Krafttier diesen Monat? Das braucht ihr. Das braucht ihr. 2. Naja, dann ist es so. Der Rabe. Kraft der Magie. Ja, ihr verzaubert was. Hohe Intelligenz kann der Mensch haben. Verschwiegenheit, das macht ihr. Hier ist noch was. Hier haltet ihr schön was zurück. Hellseherische, heilende Kräfte. Sehr spannend. Das Eichhörnchen. Ach nee. Vorsorge, Sicherheit, Vertrauen. Ja, das seid ihr eigentlich so. Schwierige Aufgaben mit Leichtigkeit lösen. Kommunikation. Ich glaube, wenn ihr klar kommuniziert, könnt ihr die ganz schwierigen Aufgaben lösen. Und das wird wunderbar sein. Hier kommt eine Veränderung in euer Leben. Ja. Und hier ist was, also hier kommt eine Lebensveränderung. Das ist nicht irgendwie so. Hier kommt eine richtige Lebensveränderung. Da bin ich echt gespannt. Ne? Aber sie wird gut. Ne? Du kriegst das, was du verdient hast. Denn du wirst gesehen und du wirst geliebt. Und das ist wichtig. Meine lieben Steinböcke, wenn euch mein Video gefallen hat, ich wünsche euch erstmal einen schönen Monat. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Ich freue mich über ein Abo und ich freue mich, wenn ihr es mit Freunden teilt. Ich sage ganz lieben Dank für eure Abos, ganz lieben Dank für eure schönen Kommentare und ganz lieben Dank für die Anerkennung und Wertschätzung meines Kanals. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin alles Liebe, Mona. Ciao.